Das geht an alle Prinzessinnen auf dieser Welt. Und damit meine ich alle meine Schwestern im Islam. Egal was man euch sagt, lasst euch nichts einreden. Ihr alle seid wahrlich Prinzessinnen. Und es mag sein, dass sich die ein oder andere Schwester, die kein Hijab trägt, besser benimmt und besser bei Allah ist als eine mit Hijab. Trotzdem sollte sie versuchen, noch besser zu sein und dieser Pflicht nachzugehen. Wallahi, liebe Schwester, nicht einmal diese Krone und dieses ganze Gold und Geld hier kommt annähernd an deinen Wert heran. Deswegen mache deinen Wert mehr und bedeck dich. Bedeck dich richtig für Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist im Sommer, inshallah, von der Sonne geschützt. Du bist, inshallah, im Winter vom Regen geschützt. Und du bist, inshallah, von vielen Belästigungen geschützt. Und das Allerbeste, du machst deine Pflicht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich deswegen ins höchste Paradies eintreten lassen. Amin. Dies ist nicht nur eine Ermahnung an alle Schwestern, sondern auch an alle Brüder. Jeder von uns hat eine Mutter, vielleicht auch eine Schwester, eine Tochter, eine Frau. Ermahnt eure Schwestern für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle unsere Sünden verzeihen. Bleibt inshallah auf dem Laufenden und abonniert den Kanal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.